Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Trash Götterdämmerung. Wir machen mal die Arena hier. Ich möchte gegen einen deiner Leute kämpfen. Was? Bist du dir da sicher? Oder bist du gerade gegen eine Orkfaust gerannt und bist etwas verwirrt? Ich bin mir sicher. Also das sind die Regeln. Meine Leute sind echt gut. Bist du wirklich sicher, dass du gegen sie antreten willst? Hör zu, wenn du mir nicht sofort deinen Kampf gibst, mach deine Fresse gleich Bekanntschaft mit meiner Faust. Okay, schon gut. Als erstes musst du gegen Hamann antreten. Wenn du ihn besiegst, kannst du gegen Louis kämpfen. Hast du auch ihn geschlagen, darfst du gegen Druth antreten. Dann zeig mal, was du drauf hast. Wenn Anmora Ärger macht, schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Macht Anmora Glaubst du wirklich, du kannst mich? Oh. Oh. Ah. Wenn Anmora Ärger macht, schlagt ihn nieder. Ich glaube, wer auch immer diese ganzen Dialoge geschrieben hat, hat natürlich als offensichtlich niemals Gothic gespielt, aber hat halt irgendwie so mitbekommen, ja, der Held ist immer so ein harter Hund und bla 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 und hat sich dann gedacht, alles klar, dann droht er einfach jedem mit Prügel. Und was ist mit diesen Bäumen hier los? Da ist ein dicker Baum, da ist ein dünner Baum, da ist gar kein Baum. Es ist alles, macht alles keinen Sinn. Ich werde mich ausruhen. Sollen sie rauskommen und kämpfen? Die Sache ist gewährt denen, die sich offen zeigen, Wieso? Einen ehrenvollen Kampf. Die Morras in den Wäldern kämpfen. Oh, du hast gewonnen. Du kannst jetzt gegen die nächsten Kämpfer antreten. Worauf du dich verlassen kannst. Wenn Anmora Ärger macht, schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Jetzt. Da. 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 Nicht das Glück. Essen noch mal ein Stückchen Wenn Fleisch. Anmora Ärger macht, schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Macht Anmora großen Ärger, dann tötet ihn. Wer bist du eigentlich? Wir müssen ihnen zeigen, du hast doch sicher noch was zu erledigen. Wir führen die Morras in eine neue Zukunft. Sie brauchen einen starken Herrscher. Wir sind die Hand, die sie füttert. Die Faust, die sie schlägt. Sei still. Du darfst jetzt gegen den Champion antreten. Bist du... Okay, okay, du bist dir sicher. Hoffentlich macht er's kurz. Das hat man auch gemacht, gesagt. Schlagt ihn nieder und vergesst Glaubst nicht, du wirklich, ihn du... Okay, der hält tatsächlich einiges aus. Feste drauf. Wenn Anmora Ärger macht, schlagt ihn nieder und vergesst nicht, ihn auszuplündern. Macht Anmora großen Ärger, dann tötet ihn. So, das wäre erledigt. Ich bin noch nicht fertig mit dir, Morra. Wenn Anmora Ärger macht, schlagt ihn nieder Hast du nicht gesagt, und vergesst du nicht, hier ihn auszuplündern. Sieht eher so aus, macht als Anmora großen Ärger, dann tötet ich ihn. Brauche Ruhe. Die Morras sind schwach. Und da sagt er auch einfach nichts weiter zu. Was willst du, Morra? Ich will die Fläschchen. Oh, ich wollte eigentlich speichern, nicht Fleisch essen. Egal. Ach so. Der eine Söldner ist wahrscheinlich hier der Typ, der mal chemisch rumhängt. Naja, meinetwegen. So, die Frage ist, was können wir denn jetzt hier eigentlich machen in Treles? Eigentlich nichts, oder? Halt! Keinen Schritt weiter! Dürfen wir auch nicht hier rein? Oder dürfen wir hier rein? Halt! Keinen Schritt weiter! Offensichtlich nicht. Bist du hier schon lang stationiert? Ja.
Aber was geht dich das an? Sollen noch mehr Orkwachen kommen? Nein. Ich krieg den Job auch allein hin. Du musst weiter. Was meinst du mit allein? Du bist hier, also du bist am Tor nicht der Einzige und an den anderen Toren stehen ja auch, oder Türen, Zugänge. Halt! Keinen Schritt weiter! Stehen ja auch noch Orks, also andere Orks. Wir lernen mal noch mehr Mana. Ja, komm. Gewehr. Wir lernen mal noch mehr Mana und dann... Und dann lernen wir erstmal wieder ein bisschen altes Wissen. Ich hätte aber immer noch gern den Teleportstein. Wo ist der denn? Das würde ich gerne wissen. Soll ich das googeln einfach? Komm, scheiß drauf. Ich google das jetzt einfach, wo der ist. Ist mir doch egal bei diesem Spiel. Ich will einfach nur nicht so viel hin und her rennen müssen wie ein Idiot. Teleportstein Treles. Nicht Trelos, Treles. Götter. Dämmerung. Bla bla bla. Okay. Das ist ja Game Design technisch richtig toll. Der Teleportstein ist. Da drin. Wo wir jetzt nicht reinkommen. Also wir könnten eine Wache schlafen legen, theoretisch. Komm, das probieren wir jetzt. Haben wir einen Schlafzauber? Ja, wir haben einen Schlafzauber. Dann probieren wir das jetzt mal. Legen die mal schlafen hier. Nehmen wir natürlich noch seine Waffe mit. Hier ist eine Treppe nach unten. Ja, und das ist jetzt einfach nur diese Höhle, wo die Oger drin waren. Mehr ist das hier nicht. Halt! Keinen Schritt weiter! Ja, toll. Und jetzt bräuchte ich mir den nächsten Schlafzauber. Noch einen Schritt in diese Richtung und du kannst was erleben. Du hast es so gewollt. So, ich will nur mal gucken, ob der Teleportstein hier irgendwo ist überhaupt. Aber das sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Bleib doch nicht stehen, hältst du mich für dumm oder was? Oder ist der hier oben? Ich habe eben nachgelesen, dass der unten irgendwo ist. Unten hinter einer Säule stand da, aber Säulen sind unten ja eigentlich gar nicht. Wenn ich den jetzt hier oben auch nicht finde, dann lade ich das. Er versteht auch das Konzept von drin und draußen nicht. Also ich bin am Überlegen, ob ich nochmal runtergehe. Ah, perfekt. Au, so sehe ich natürlich jetzt viel besser. Nee, hier ist kein Teleportstein. Scheiß drauf. Ich werde mal eben pausieren und nochmal in Ruhe gucken. Also in Ruhe im Internet gucken, wo der Teleportstein ist. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder, wenn ich es rausgefunden habe oder halt auch nicht. Bis gleich. So. Ich habe jetzt nochmal in Ruhe nachgelesen und wir probieren das jetzt nochmal. Natürlich nehmen wir auch hier wieder die Waffe mit.
Und dann sollte es eigentlich hier unten... Also ich weiß nicht genau wo, aber irgendwo vor den Wachen in dieser Höhle sein. Da stand ja auch irgendwo was von einer Säule. Und hier unten sind ja auch tatsächlich irgendwelche Säulen. Ja, was war das? Weiß ich auch nicht. Ich sehe hier absolut keinen Teleporter. Ah, die Wachen sind ja dann jetzt hier. Wo soll denn hier ein Teleportstein sein? Ich verstehe es nicht. Weil da stand ja in der Höhle noch vor den... Also, das habt ihr jetzt natürlich nicht gelesen, aber da stand in der Höhle unter dem Tempel noch vor den Wachen. Tja, vielleicht muss ich da nochmal weiterlesen. Ja, ich lese nochmal weiter. Bis gleich. Ja, das finde ich ja jetzt richtig super. Ich lade das mal neu. Denn jetzt die nächste Information ist, dass es überhaupt nicht hier ist. Und das sehe ich ja ehrlich gesagt auch so, weil hier ist ja nichts. Sondern, Ruckelei. Sondern tatsächlich in der Burg, in der ehemaligen Schatzkammer. Schauen wir da mal rein. Weil ich habe keinen Bock, hier wegzugehen, ohne den Teleportstein zu haben. Aha, da liegt er tatsächlich. Gut, ja, egal. Also dann haben wir den auf jeden Fall schon mal. Eigentlich können wir uns die auch mal hier unten hinlegen, wenn ich ehrlich bin. Und dann gehen wir... Eigentlich können wir auch... Wie viel Gold haben wir? 15.500. Na gut, dann können wir uns mal den Speer kaufen. Und wenn wir den haben, können wir mit dem zusammen nach Geldern gehen und dann uns freuen oder so, keine Ahnung. Es ist alles so am Ruckeln hier. Dann tötet ihn. Die Morra sind halt! Keinen Schritt weiter! Ja, ja, ja. Hier Gold. Na gut, du gieriger Dreckskerl. Hier hast du dein Gold und jetzt lass ihn gehen. Wir sind die Hand, die sie füttert. Die Faust. Die was ist denn? Ich will keinen Ärger haben. Ich mach erstmal Pause. Warum liegen hier über Leichen immer wieder? So, Clovis. Enoch erwartet dich. Folge mir. Enoch sei Dank. Du hast mir den Arsch gerettet. Ach, ich hab immer noch Spaß mit deinem Gold. Wenn du nochmal einen Gefangenen brauchst, komm einfach vorbei. Ja. Es ist schön, dass du Spaß mit dem Gold hast. Freue ich mich für dich. Wir bringen Clovis jetzt erstmal weg von hier. Und das bringt uns dann hoffentlich nochmal ein Level up oder zwei am besten. Oder noch besser 10 oder 50. 50 Level ups wären jetzt gut. Dann können wir nochmal ein bisschen altes Wissen lernen und ein bisschen Mana. Und dann machen wir einfach alles kaputt. Ich war auch am überlegen, aber das mache ich nicht. Ob ich einfach ein bisschen... Also ob wir einfach ein bisschen cheaten sollen. Dass wir einfach so stark sind, dass uns alles egal ist. Und dann gucken wir uns einfach nur die tolle Story von diesem tollen Spiel an. Aber... Wir müssen das Spiel natürlich auch in seiner vollen, gänzlichen Schönheit und Pracht erleben. Wie hier alles flimmert. Und dazu gehört halt auch, dass man... ja, dass man sich halt ein bisschen durchboxt irgendwann. Ich meine, es ist ja auch nicht wirklich schwer, es ist einfach vor allem nervig. Aber
Also, wenn ich jetzt gecheatet hätte, dann hätte ich halt... So macht man das! Ich hasse die Biester. Dann hätte ich mir einfach, weiß ich nicht, 50.000 Mana gecheatet oder so. Dass wir halt auch einfach nie wieder irgendwas heilen müssen. Und dann wäre es auch gut. Ja, die Wildschweine, lassen wir mal Wildschweine sein. Jetzt gerade keine Lust, die Schlangen zu suchen. Ist mir zu nervig. Kommen Sie. Ja, wenn wir die jetzt zu Innok gebracht haben, dann müssten wir eigentlich durch sein, oder? Also durch im Sinne von, dann haben wir alles für Innok erledigt, was er erledigt haben wollte. Irgendwo ist hier schon wieder Scavenger und Snapper am Prügeln. Aber ist mir auch ganz egal. Ich werde jetzt nach dieser Folge, glaube ich, wirklich die Aufnahme beenden. Dann waren es 8 Folgen, das reicht wirklich für einen Tag. Ich habe echt keine Lust mehr. Es ist wirklich ein ganz furchtbares Spiel. Also ich meine, es ist ja manchmal witzig, wenn Sachen komisch sind und so, und ich glaube auch zum Zugucken ist es witziger als zum Spielen, aber boah, ich kann ja nicht mir selber zugucken. Also ich will mir auch nicht selber zugucken, aber ich muss ja irgendwie halt selber machen und da habe ich irgendwie keine Lust mehr zu, und dann reichen auch 8 Folgen, weil 8 Folgen sind ja, teilweise waren es ja sogar mehr als 30 Minuten pro Folge, also sind wir bei 4-5 Stunden insgesamt. 4,5 schätze ich mal, nach der Folge. Das ist wirklich genug von diesem Spiel. Du warst lange genug unterwegs. Ruh dich erstmal aus. Innos sei gepriesen. Danke, Mann. Hast du ihn gefunden? Mein Bruder wird sicher schon langsam ungeduldig. Clovis ist zurück. Und das ohne einen Kratzer. Sehr gut. Innos sei Dank. Was hat Clovis herausgefunden? Hast du irgendwelche Informationen, die uns nützlich sein könnten? Ja, die habe ich. Dann sag schon. Ich habe herausgefunden, dass sich ein Schwarzmagier mit den Orks verbündet hat. Ist er eine Bedrohung für uns? Bestimmt. Er ist mit einer Eskorte von Ork-Elite-Kriegern aufgetaucht. Taurus hat ihn höchstpersönlich empfangen. Weißt du, was der Magier vorhat? Nicht wirklich. Aber ich weiß, dass er Taurus auf die Suche nach Artefakten geschickt hat. Ich habe außerdem Gerede über die Klaue des untoten Drachen gehört. Was? Worum ging es da? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde auch gern wissen, worum es da ging. Ey, das ist so diese Name-Dropping-Geschichte. Ich hasse sowas. Da wird einfach gesagt, oh ja, der untote Drache, hier ist die Klaue. Weil das halt aus Gothic 2, der untote Drache, ein Ding ist, was man halt kennt. Und damit Götterdämmerung jetzt irgendwie interessant ist, sagt man, ah, hier, untoter Drache-Kralle, hier, nimm. Da, ah, das macht das Spiel viel besser. Das ist genau wie mit, also, nee. Was ist mit dem Artefakt? Es scheint da auf jeden Fall eine Verbindung zwischen der Klaue und dem Artefakt zu geben. Vielleicht ist die Klaue auch das Artefakt. Wo ist der Magier jetzt? Soweit ich herausfinden konnte, befindet er sich in Trelis, wo er rund um die Uhr von Orks bewacht wird. Und wie sollen wir da an ihn rankommen? Ich wurde gefangen genommen, bevor ich an ihn rankommen konnte. Tja, wir müssen unbedingt mehr über diesen Magier herausfinden. Du solltest zurück nach Trelis und... Es tut mir leid, ich würde ja gerne gehen, aber die Orks haben mich so übel zugerichtet, dass ich unmöglich zurück kann. Es gibt anscheinend nur noch Schwächlinge in Myrtana. Am besten, du ziehst dir ein Kleid an und schließt dich den Harems der Assassinen an. Dann muss ich mich eben selbst um die Sache kümmern. Möge Innos dir einen neuen Beruf schenken. Warum sagst du das? Wenn ich meinen Auftrag erfüllt habe, wird kein Platz mehr für Schwächlinge wie dich sein. Veränderungen werden kommen und auch du wirst dich verändern müssen. Ich werde mich sofort zum Lager aufmachen. Ich hab's gerade durchschaut, der Held ist einfach ein Nazi. Das ist es. Weil das, darum ging's ja so ein bisschen im Dritten Reich, das Schwache auslöschen, damit die Welt
oder dass das Volk stark ist, damit man ein starkes Volk hat und bla bla. So, was sagt denn der Held hier? Der Held sagt, es ist kein Platz mehr in der neuen Welt für Schwächlinge wie dich, die ihr Kleid an und lass dich von den Assassinen rannehmen, so. Das ist doch genau das. Unfassbar. Hast du irgendwelche Informanten im Lager, die mir helfen könnten? Ich fürchte, sie wurden auch geschnappt. Aber du kannst ja mal die Augen nach ihnen offen halten. Ihre Namen sind Rudolf, Silvester und Nikolas. Hast du dich mit einem von Torus Leuten anfreunden können? Ja, mit einer der Orkwachen. Er kann dir vielleicht helfen. Wie heißt er? Garan. Du findest ihn im Inneren der Burg von Trelis. Ich bin mir sicher, du hast... Ich störe mich nicht. Hä? Aber jetzt haben wir doch alle vier Sachen. Oder nicht? Was fehlt denn noch? Schaffe Informationen über den Schwarzmagier. Hol Enoch aus Geldern. Ja, aber das will ich doch. Ich will doch Enoch aus Geldern holen. Aber ich darf Enoch nicht aus Geldern holen. Gehen wir nach Silden. Gucken mal, ob wir mit Arnok irgendwas reden können. Wo ist mein Bruder? Ich mache mir Sorgen um ihn. Du musst ihn so schnell wie möglich hierher bringen. Ja, ich würde ihn ja gerne so schnell wie möglich hierher bringen, aber er will ja nicht mehr mit mir reden. Oder muss ich jetzt erst die Nummer mit dem Schwarzmagier machen und dann ist erst alles für Enoch beendet? Das kann ja wohl nicht sein. Enoch hat vier Sachen uns aufgetragen, die haben wir alle gemacht. Oder waren es drei? Keine Ahnung. Enoch hat uns ein paar Sachen aufgetragen, die haben wir alle gemacht. Interessant. Und jetzt redet er einfach nicht mehr mit uns. Toll. Was mich auch noch interessieren würde, ist... Haben wir jetzt noch den Schlafzauber, dann können wir ihn auch mal kurz benutzen zum Scouten. Weil ich will wissen... Ob... Ne, das ist nur ein Pult, okay. Das machen wir jetzt auch noch mit dem anderen Typi. Und apropos anderer Typi. Ne, wir haben leider nicht genug Dings. So. Schlaf. Hier steht was über Alchemie. Ja, okay, das ist ziemlich egal. Zumindest nicht wichtig genug, um einen Schlaf, also den einzigen Schlafzauber, den wir haben, zu verschwenden. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir schlafen jetzt erstmal aus der Bahn, muss hier durch und schlafen. Ja. Wir können hier mal das Gebiet zwischen Gelden und Sildern erkunden. Das hatten wir ja schon mal irgendwie angefangen, aber nicht wirklich zu Ende gebracht. Oder eigentlich wirklich nur angefangen. Hier sind so viele Hirsche. Apropos, nee, wir haben nur 100 Jagd geschickt, das bringt eigentlich nichts. Aber wir... jetzt hab ich die... Ist auch egal. Ich mach mal so. Halt die linke Maustaste, um den Bogen zu spannen. Die weiße Zielhilfe in der Mitte des Bildschirms zeigt dir an, wo der Pfeil landen wird. Sobald die linke Maustaste losgelassen wird, fliegt der Pfeil los. Je länger die Maustaste gehalten wird, desto weiter fliegt der Pfeil. Die Zielhilfe ist nicht weiß. Ich hatte eigentlich auch auf die Feuerpfeile gedrückt. Toll. Oh,
toll. Ey, wie kann das denn sein, dass ich dich alle durchgeschossen habe? Ich habe meine ganzen Pfeile weggeschossen. Es lohnt sich überhaupt nicht, was ich hier mache. Da ist er mal. War ich in Gothic 3 auch so schlecht mit dem Bogen? Ich hoffe nicht. Ach so, ich wollte... Das muss ja auf die 2. Und der kann von mir aus auf die 3. Mal, das kann ja wohl nicht sein. Ich treffe jetzt nicht mal einen, der steht. Also hier sind auf jeden Fall die Blutfliegen neu. Die gab es hier vorher nicht. Die waren nur oben. Dafür sind hier keine Wildschweine mehr, wie es aussieht. Hier sind noch Scavenger. Abgebrochen. Wie viele Dietricher? 45, okay. Das reicht. Eine Weile. Sicher nicht für immer, aber für eine Weile. So, ich gehe davon aus, dass da unten auch wieder Urviecher sind. Ein Wolf. Okay. Das ist kein Urviech. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ripper. War jetzt nicht so schlimm. Wollen wir zu der Goldmine auch noch? Wieso haben wir eigentlich immer noch keine Spitzhacke? Naja, wir gehen mal bei der Goldmine gucken, ob da noch irgendwas ist. Ich hätte eigentlich auch Bock... Ah, guck mal, hier ist ja sogar tatsächlich jemand. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun. Du schleichst herum wie ein Dieb. Das ist absolut korrekt. Lass mich. Das sind einfach nur zwei namenlose Typen. Womit denn? Ah, womit denn? Lass dir doch mal was einfallen, Held.
anstatt immer so doof zu fragen. Wollen wir mal gucken? Komm, wir gucken mal zu dem Tor-Ding da, wo wir mit Xalas durch sind. Jetzt sind wir eh schon hier fast da, also warum nicht? Können wir mal gucken, ob es das Tor noch gibt. Ah, da ist ein Troll. Aber wenn es nur einer ist, könnten wir den schaffen. War jetzt ein bisschen Verschwendung, aber ich wollte mal hier durch. Ach, guck mal. Orkischer Turmschild. Holy shit, ist ja gut. Hat sich ja doch gelohnt, aber das Portal ist auf jeden Fall weg. Also nicht weg, aber man kann auf jeden Fall nicht mehr durch. Wäre auch ein bisschen komisch, aber es ist... ist wie es ist. Ja gut, dann haben wir jetzt hier soweit... alles durch, dann gehen wir jetzt einfach nach Trelis. Und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, dass wir hier mit den Leuten sprechen. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin, ciao.